Was geht YouTube? Wir haben heute Samstag, den 25.02. und ich bearbeite gerade das Video, das ihr am Sonntag gesehen habt, beziehungsweise das am Sonntag raus ist. Und wir nehmen euch heute mal wieder ein bisschen mit durch Berlin und schauen euch, was wir so machen. Später werden die Beine trainiert im FitX wahrscheinlich. Gucken, ob wir da filmen können, weil da braucht man eine Drehgenehmigung und die haben wir nicht. Schauen, ob wir die Kamera rausholen werden. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Essen für uns. Arthur, der ist gerade noch am Pennen, der hat ein bisschen Kopfschmerzen. Vom Leg Day gehen das erste Mal jetzt ein Booster. Das hat man nur selbst gemacht mit Beta-Alanine und Kreatin. Wir haben uns dafür entschlossen, zum FitX Südreuth zu gehen, beziehungsweise zu fahren. Ja, jetzt gleich werden die Beine gekillt, Leute. Ja. Und ja, geht schon viel besser. Also ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen, ist jetzt weg. Was heißt ein bisschen? Ich war komplett tot, konnte mich nicht bewegen wegen den Kopfschmerzen, aber jetzt geht's auf jeden Fall. Deswegen werden jetzt die Beine trainiert und mal schauen, was das Gym so zu bieten hat. Den Leg Day werden wir euch natürlich alles sagen. Also bis gleich. Bis gleich. Der Booster kickt auf jeden Fall ganz gut. Das erste Mal auf einem richtigen Booster Beine fetzen. Ich habe jetzt 8 Sätze Beinpresse gemacht, 12, 10 und dann 6 Sätze mit 8 Wiederholungen.
Und davor, wie viele Sätze Squats, Arthur? 5 Sätze Squats im Pyramidensystem hoch auf 140 gearbeitet. Bei mir auf 120. Heute wieder mal Squats reingehauen. Auf jeden Fall. Ich habe heute mal Absätze unter meinen Hacken gemacht und dann zieht es nicht im Rücken. Also läuft wieder. Einheit läuft, ja, Mann. Ich habe rumänisches Kreuzchen mit 130 gemacht. Also heute auf jeden Fall gutes Training. Und ja. Training ist durch, war eine mega geile Einheit. Heute auch schon sagen, ne? Heute mal auf Mr. Hyde. Und ich muss sagen, erstmal Booster genommen am Leg Day, das war auf jeden Fall krank. Ich habe heute gesquattet wieder mal, seit ein paar Wochen hat sich gut angefühlt. Wir sind jetzt zu Hause angekommen, beziehungsweise bei Regina und Niklas angekommen. Und da hat Niklas uns erstmal schön einen Post-Workout mir gemeistert, würde ich mal sagen hier. Ich habe hier 450 Gramm Nudeln gekocht mit 400 Gramm von der Soße. Da sind Champignons, Hähnchen und Paprika drin. Wir essen jetzt alle hier. Und Willi ist hier noch schön am Bearbeiten. Jetzt gehen wir erstmal Burger essen. Ganz genau. Ich habe zwar nicht so Hunger, aber nicht so schlimm. Burger gehen natürlich immer, Leute. Ich habe auch noch nicht so Hunger, aber bis wir da sind, bis wir bestellen, bis das Essen da ist, bekommen wir wieder Hunger. Und genau, die Kalorien müssen sowieso noch rein. Das Ganze seht ihr gleich. Bei mir gibt es jetzt den Mexican Burger mit Sweet Potatoes und Sprite. Bei mir gibt es natürlich dasselbe. Schauen wir mal, wie das schmeckt. Korrekt. Ich würde sagen, sagen wir euch gleich. Wie fandest du den Burger, mein Freund? Also ich fand den Burger persönlich ein bisschen zu scharf, aber nächstes ohne Jalapenos, damit er ein bisschen mega nice schmecken. Wir hatten den Mexican Burger. Jo, da war ein bisschen Jalapenos drauf, war schon scharf, aber ich fand ihn ganz okay. Ja, aber war auf jeden Fall lecker. Ja. Jetzt fahren wir, was heißt fahren wir, jetzt gehen wir nach Hause. Das ist ungefähr 200-300 Meter von hier, also easy. Doch locker. 400 Meter, okay. Das ist ungefähr ein Kilometer, sagen wir ein Kilometer. Das war's mit dem Video, Leute. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Woke up and just felt right. Phone blown like a tailpipe. Today's schedule airtight. I turn a short day into a long night.